Lieber Thomas, du erwähnst in deinen Vorträgen oft, dass der Kapitalismus nicht nur wegen seiner ökonomischen Krisenhaftigkeit zu kritisieren ist, sondern dass es das ganz andere braucht. Warum werden die Menschen deiner Meinung nach im Kapitalismus, oder worum werden die Menschen deiner Meinung nach im Kapitalismus betrogen? Um die Frage zu beantworten, muss man aber doch die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, ehrlich gesagt. Habe ich ja zum Glück auch. Ja, worum werden Sie betrogen? Ich will vielleicht mal eine Diskrepanz aufmachen. Vor 50 Jahren oder jetzt ein bisschen drüber ist ein unheimlich viel diskutiertes, nicht nur Tausende, sondern wahrscheinlich Hunderttausende inspirierendes und belehrendes Buch erschienen von Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch. Dieses Buch geht eigentlich davon aus, und es ist ein Buch aus der Zeit der Prosperität, des Wirtschaftswunders, aus einer Zeit, wo die konsumtiven Möglichkeiten in jedem Jahr ein klein bisschen gewachsen sind. Und im Großen und Ganzen, vom Elend der Ausgespuckten abgesehen, auch die Menschen in tarifär rechtssicheren Verhältnissen gearbeitet haben. Und diese Gesellschaft nennt Herbert Marcuse, und das ist natürlich jetzt die Reduktion eines großen Werkes auf eine Phrase, Gesellschaft oder ja, Gesellschaft der Hölle im Überfluss. Wenn man das ernst nimmt, dass es eine Hölle im Überfluss gibt, also eine Hölle, die dadurch strukturiert ist, dass die Menschen gezwungen sind, sich und ihre Arbeitskraft als Ware zu verkaufen, dass das eine gigantische Erpressung ist, dass das eine Erpressung ist, die unweigerlich, und ich muss jetzt manchmal Begriffe benutzen, ohne sie zu erläutern. Das ist die Struktur des Abends. Wir machen ein bisschen zwischen Plaudern und Theorie. Unweigerlich Verdinglichung und Entfremdung erleiden, wo die Menschen nicht die Konsumgüter benutzen, wie Marcuse schreibt, sondern selbst diese Güter werden, wo die Menschen in einem unglaublichen Ausmaß entlang der Kriterien der instrumentellen Vernunft, also analog zu oder parallel zu einer immer effizienter werdenden technologischen Entwicklung, selber zum Denken und Handeln entlang größter Grausamkeit fähig werden. Und vielleicht noch einen letzten Aspekt, wo nach Herbert Marcuse die Menschen eine Enteignung ihres Sprechens erleben. Der berühmteste Satz, eine Überschrift lautet, die Sprache gehört den Menschen nicht. Sie ist manipuliert durch die materiellen Verhältnisse und die manipulativen Techniken, in denen die Menschen stecken. Jetzt habe ich selbstverständlich nicht ein 300-Seiten-Buch referiert. Ich wollte das eingangs nur sagen, dass hier ein großer Denker der kritischen Theorie die Behauptung aufstellt, die Menschen im prosperierenden, nicht von Wirtschaftskrisen geschüttelten Kapitalismus werden um ihr ganzes Leben betrogen. Ich hoffe, dass ihr dieses Wort jetzt als nicht überpathetisch interpretiert. Ich weiß um die Gefahr solcher Begriffe wie ums ganze Leben betrogen. Ich will damit nur andeuten, das bedeutet weitaus mehr als die
Sorge um den Verlust von Arbeitsplatz oder die Sorge, in deregulierten Verhältnissen als Leiharbeiter zu arbeiten oder prekär beschäftigt zu sein, ums ganze Leben betrogen, meint, dass die Weite, die Entfernung zwischen dem bestehenden Falschen und dem möglichen Besseren so unendlich ist, dass man diese auf den ersten Blick pathetisch klingende Vokabel zu Recht in Anschlag bringen kann. Was heißt das, betrogen werden? Oder was kommt überhaupt mit der kritischen Theorie neu in die linke Gedankenwelt? Also selbstverständlich erst, nicht erst seit den 60er Jahren. Ein prägendes Wort, auch dies ist nur ein Bonmot heute und keine theoretische Ableitung. Ein prägendes Wort der kritischen Theorie sagt aus, dass die historisch gewordene kommunistische, sozialistische und Arbeiterbewegung dem Bestehenden noch zu sehr verhaftet blieb. Dieses Wort von Theodor W. Adorno bedeutet, ich schäme mich fast, das so zu verkürzen, aber ich mache es jetzt. Es bedeutet, es ist historisch etwas durch viele Kämpfe passiert. Und das, was passiert ist, ist eigentlich die strukturelle Akzeptanz der Produktionsweise des Kapitalismus, die Menschen verstümmelt. Kommt an dieser Stelle eine Zwischenfrage oder soll ich da noch wenige Ausführungen hier? Ich bin eigentlich ganz gut geübt, in Gesichter zu gucken, ob ich sie langweile oder nicht, aber im Moment bin ich noch ein bisschen unsicher. Ich rede zwar laut, aber es geht schon mit dem Mikro. Fühlt man sich immer so fremd, komisch. Ich hätte gerne noch das Teil mit der Sprache. Ich weiß, das ist jetzt eine Nebengeschichte, aber das andere ist mir klar, Emotionalität, die verloren geht, die Verdinglichung des Selbst, aber die Sprache ist mir nicht eigen, da hätte ich gern mehr. Das ist jetzt eine Nebengeschichte, aber das wäre für mich jetzt spannend, aber wir können in andere Richtung die Diskussion begleiten. Ja, ich muss das jetzt, das ist hier sehr reduktionistisch, ne? Es ist immer nur so ein Hauch um einen Sound oder eine Denkrichtung aufzuzeigen. Marcuses Behauptung ist, dass analog zur technologischen Entwicklung und ihrer Produktivität die Sprache immer funktionaler und dadurch unsinnlicher wird. Dass die Menschen eigentlich nicht mehr miteinander sprechen, sondern, und das ist für ihn ein Schimpfwort, kommunizieren. Kommunizieren bedeutet, dass man sich praktische Hinweise auf die Erledigung von Aufgaben gibt und ähnliches. Und darüber ein enormer Verlust von menschlichen Potenzialen entsteht. Des Weiteren sagt er, die Menschen lügen nicht, wenn man über sie feststellt, die Sprache gehört sie nicht, sondern sie sind gleichzeitig Gefangene von einer durch Herrschaft und Macht strukturierten Gesellschaft, in der Chefs, Nachbarn, soziales Umfeld ein stummes Diktat des Sprechens ausüben. Das sind die beiden. Und dann wird sehr gegen Wittgenstein gerichtet und positivistisch kritisch. Aber wir machen heute ja keinen. Das ist später. Ja. Also. Was ist gemeint mit der Vokabel ums Leben betrogen werden und was bedeutet sozialistisch Arbeiterbewegung kommunistisch sei dem Bestehenden zu verhaftet gewesen? Das bedeutet, auch das ist furchtbar verkürzt, dass die Arbeiterbewegung in ihrer überwältigenden Mehrheit, und das bedeutet immer, die
dem widersprechenden Außenseiter krass isolierend und marginalisierend und an den Rand drängend, sich ein Geschichtsbild und ein praktisches Bewusstsein zugelegt hat, das ungefähr so geht. Und es gibt Marx-Zitate, mit denen man da hinkommen kann. Die Entwicklung der Produktivkräfte ist die historische Aufgabe der Bourgeoisie. Das ist eine ganz kurze Sequenz bei Marx. Die Entwicklung der Produktivkräfte ist die historische Aufgabe der Bourgeoisie bedeutet, eine positive Grundeinstellung sowohl zu der Art des Produzierens als auch zum Güterausstoß zu haben. Das führt zu ganz verschiedenen Verwicklungen. Das ist natürlich ein historischer Disput. Wenn Karl Marx schreibt, dass das Reich der Freiheit, nennen wir das jetzt mal die Zeit außerhalb der Lohnarbeit. Es ist ein bisschen mehr, aber ich habe ja gesagt, ich verdünne einige Thesen, dass dieses Reich der Freiheit sehr schroff getrennt ist und getrennt zu denken ist vom Reich der Notwendigkeit. Nennen wir das auch mal ganz verkürzt. Das ist die Welt, in der die Menschheit ihre Reproduktion, dass sie satt wird, behaust ist, bekleidet ist und so weiter, herstellt, dass diese beiden Reiche voneinander strikt zu trennen seien und dass die menschliche Emanzipation sich abspielt über die Ausweitung des Reiches der Freiheit, über eine historische Tendenz der Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verkürzen, ohne das tun zu müssen, in einer Welt des allgemeinen Mangels. Wie wir das kennen aus vorkapitalistischen Zeiten, auch da war ja klassenlose Gesellschaft hypothetisch denkbar, aber sie hätte ja immer nur eine der Knappheit sein können. So greift Karl Marx da in einen historischen Disput mit zeitweise sehr verträumten sozialromantischen Frühsozialisten ein, insbesondere mit dem berühmten Fourier. Fourier hat den Begriff Travail attraktiv geprägt und an einer Stelle sogar in seinen Schriften behauptet, unter nicht-kapitalistischen Bedingungen wäre die Arbeit das erste Lebensbedürfnis des Menschen. Wer das glaubt und wenn ich alt genug werde, wenn das irgendjemandes erste Lebensbedürfnis ist, gebe ich für alle Zukunft meinen Anteil erstes Lebensbedürfnis an die Person ab. Wäre das so lieb. Aber dahinter verbirgt sich was anderes eigentlich. Dahinter verbirgt sich die Frage, stellen wir uns gesellschaftlichen Fortschritt als steigende Produktivität vor, die dann eine Transformation des Eigentums, im Regelfall gedacht als Revolution oder soziale Umwälzung, folgt. Diese Sache ist keine theoretische, müsst ihr euch vorstellen, sondern eine immanent praktische Frage. Zum Beispiel begegnen ja solche klugen Köpfe wie Rosa Luxemburg dem Phänomen, dass Menschen massiv streiken, weil sie nicht in die Fabrik wollen. Am bekanntesten in Deutschland ist das Beispiel der Scherenschleifer und Messerschleifer in Solingen. Die können ganz konkret sagen, wenn wir von unserer bisher, sagen wir, zünftig bornierten Arbeitsweise der Erstellung von Messern und Scheren und so weiter, Metallwaren, in die Fabrik versetzt werden, verlieren wir alle Qualifikationen, sind auswechselbar vom Kapitalisten, weil das, was man dann macht, das kann man in 3 Tagen lernen.
und verlieren alles, alle Reste dessen, was daran Spaß machen könnte oder was wir vorläufig jetzt mal, um Fourier zu ehren, auch Momente von Travail attraktiv nennen. Dazu nehmen die Kräfte, und zwar die Reformisten um Eduard Bernstein, wie auch die Revolutionäre um Rosa Luxemburg, die Haltung ein, diese Streiks sind reaktionär. Die Menschen können aus guten Gründen sagen, warum sie nicht in die Fabrik, aber sozusagen die Partei des Proletariats tritt ihnen entgegen und sagt, was ihr da verfolgt, ist reaktionär. Wir unterstützen euch nicht. Euch geht es nur um ein besseres Leben. Was immer eines der besten Argumente ist übrigens, wenn Kommunisten den Massen gegenübertreten, diesen Vorwurf zu erheben. Aber egal, denn unser Anliegen ist sowohl die Entwicklung der Produktivkräfte als auch die bessere Güterversorgung des Proletariats. Und da hier ein Vorgang der Massenproduktion ist, wird sich das in den zukünftigen konsumtiven Möglichkeiten niederschlagen und deswegen stellen wir uns gegen euch. Dies ist der Hintergrund, ganz verkürzt gesagt, warum Kritiker der Arbeit, wie etwa Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Karl Marx, also mit seiner Schrift Das Recht auf Faulheit, in dem er ja dem Proletariat die Arbeitswut und die Sehnsucht nach Arbeit als Droge und so weiter vorwirft, so randständig ist. In dem Moment, wo dieser Bruch erfolgt ist, kann, ich sage das gar nicht böse oder so, ich sage, kann der durchschnittliche Mitglied der sozialistischen Emanzipationsbestrebung oder des Kommunismus nicht mehr darüber hinaus denken, dass das Sozialismus bedeutet, man hebt über Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln einen Skandal auf. Dieser Skandal ist die gleichzeitige Existenz von gesellschaftlichem Mangel, brachliegenden Produktionsmitteln, also Fabriken und Maschinen, und ungenutzter Arbeitskraft. Ein typischer Zyklus im Kapitalismus in der Krise verschärft, der ja auch tatsächlich Menschen ins Elend stürzt. Und daraus erwächst dann der Gedanke, wenn uns das gehört, dann können wir diesen Skandal der Koexistenz von brachliegenden Produktionsmitteln, gesellschaftlichen Bedarf und ungenutzter Arbeitskraft aufheben und unsere Gesellschaft wird produktiver sein als die kapitalistische und weil es uns gehört, wird es auch eine sehr gerechte Verteilung geben. Das ist der theoretische Hintergrund, wenn ihr sowas lest oder aufschnappt wie Lenin-Schwärmereien für die Organisation der Deutschen Post oder diese berühmte, alles verkürzende Postulat, Sozialismus ist Elektrifizierung plus Sowjetmacht. Wir wollen also, dass die Menschen weiterhin so arbeiten und versprechen eine produktive Überlegenheit. Und als letzter Gedanke, und dann muss aber auch hier, ich breche hier gerade ein paar Verabredungen, Schluss damit sein. Damit ist etwas überhaupt aus dem utopischen Denken verschwunden. Damit ist verschwunden, dass erstens, und das kann man mit Marx nun an Zitaten ellenlang belegen, das gesamte kaputte Bedürfnissystem der Gesellschaft, in der wir leben, seine ursächliche Entstehungsgeschichte in der Art des Produzierens hat. Und Marx macht gute Witze über das Thema, konsumier doch mal vernünftig. Und führt ins Feld, wer sich um den vernünftigen Konsum besorgt, der muss die Produktionsbedingungen ändern. Wenn es also stimmt, dass die Art des Produzierens nicht nur eine ökonomische Frage ist von Output oder falschen Proports von Investitionen und Konsumgüterindustrie oder so etwas,
sondern dass die Art des Produzierens das gesamte Bedürfnissystem der Menschen determiniert oder jedenfalls am weitestgehenden prägt. Dann kann man zu dem Schluss kommen, und das ist jetzt wieder Marcuse, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass also mit dieser falschen, utopischen oder falschen Zukunftsvorstellung gebrochen werden muss. Dass es nötig ist zu denken, dass jede menschengerechte, er nimmt dieses hilflose, klassenneutrale Wort durchaus bewusst, dass jede menschengerechte Art des Produzierens zunächst mal sagen muss, wir sind unproduktiver. Wir sind entlang der Frage der Produktivität, des Güterausstoßes, der Effektivität, der Rationalisierung, der kapitalistischen Produktionsweise unterlegen. Denn entweder diskutiert eine zukünftige Menschheit oder Gesellschaft darüber, ob sie lieber, wie Paul Lafargue das vorschlägt, ein Verbot ausspricht, länger als 3 Stunden am Tag zu arbeiten. Das ist ja der Vorschlag von Paul Lafargue in der Broschüre zum Recht auf Faulheit. Verbot. Mehr als 3 Stunden darf man nicht. Das führt nur zu Sehnsüchten und macht einen kaputt. Oder, und so eine Diskussion ist ja überhaupt nur denkbar in einer Gesellschaft ohne Lohnarbeit und ohne Privateigentum an Produktionsmitteln, ob diese Gesellschaft, und den Streit können wir uns ja, wenn wir jetzt gerade mal so ein bisschen kiffen und uns in die Zukunft versetzen, vorstellen, ob ein größeres Bataillon in der Gesellschaft sagt, nee, das, diese Dogmatik ist uns zu einseitig. Wir wollen nicht so radikal wie bei Marx auf Arbeitszeitverkürzung gehen, sondern wir wollen, dass in dieses Reich der Notwendigkeit, in die stoffliche Auseinandersetzung des Menschen mit der äußeren Natur, die Momente einziehen, die uns das Arbeiten schwerer unterscheidbar machen vom Spielen. Dafür kennen wir nur hilflose Worte. Marcuse zitiert sehr oft, und das ist natürlich sehr inspiriert vom Pariser Mai 68, dass die Momente der Kunst in die Welt der Arbeit einziehen müssen. Sehr oft wird auch zitiert, dass sozusagen das Dogma der Arbeitszeitverkürzung, die Sehnsucht nach der Kreativität in der Arbeit eher erschlagen hat. Es ist jedenfalls ein völlig anderer Blick auf das, was möglich ist. Ein völlig anderer Blick ist das. Und wenn es aber stimmt, dass die Art des Produzierens die ganze Welt der Bedürfnisse bestimmt, wenn wir also wirklich sagen können und nicht weitergehen können, als eben das zu sagen, wenn wir sagen können, dass das vorgefundene Bedürfnissystem, das uns umzingelt, nur zu dieser Gesellschaftsformation gehört und keinerlei anthropologische Konstante beinhaltet. Also nichts beinhaltet von dieser blödsinnigen Aussage, der Mensch ist nun mal so. Konkurrenz findet er ganz schön. Und die Trennung von Kopf und Handarbeit auch hat sich so eingebürgert, das muss wohl auch seine Richtigkeit haben. Also wenn wir auf jede anthropologische Konstante, jedes Gelaber zum Thema, der Mensch ist nun mal so, verzichten, können wir sagen, und es gibt ein sehr schönes Buch von Agnes Heller zur Theorie der Bedürfnisse. Nein, dieses Bedürfnissystem gehört nur zu dieser Gesellschaftsformation. Wenn wir das sagen können, dann erlaubt es uns sozusagen, uns zu befreien von der Trivialität dessen, was uns heute als Hin und Her zwischen links und rechts in der Gesellschaft begegnet. Dann können wir uns ein bisschen erheben über die Trivialität des Streits zwischen Keynesianern und Neoliberalen und so etwas.
und können sagen, nee, eigentlich geht es schon ums ganz andere. Und was das ist, können wir heute Abend ein bisschen entschlüsseln. Ja, wir haben genau abgemacht. Am Anfang sage ich 5 Minuten was, jetzt sind es doch nur 4 geworden. Ich wollte noch den Hinweis geben, dass ihr, also wir sitzen auch so zu moderieren, mehr oder weniger zu dritt, dass ihr euch irgendwie so durch Handzeichen dann in unsere Richtung irgendwie meldet. Ich wollte auf die Schnelle noch 2 Dinge anhängen. Das ist ein bisschen komisch, wenn ich sage, meldet euch und dann rede ich selber. Und zwar dich zum einen bitten, noch einmal auf diese von dir angesprochene mit Marcuse so bezeichnete Hölle des Überflusses einzugehen, weil man ja doch das Gefühl hat, dass es so eine unglaubliche Sehnsucht in Teilen der Linken zumindest danach gibt, also auch eine unglaubliche Schönmalerei, was die 60er, 70er Jahre den Keynesianismus betrifft, und die Frage wäre, wie du dir das erklärst, woher das kommt, also wie das möglich ist, dass das in vielen Teilen der Linken heute so behandelt und verhandelt wird. Und das Zweite wäre noch das zum Schluss von dir angesprochene Bedürfnissystem in der bestehenden Produktionsweise, also so mit so Marx könnte man ja auch denken, wenn die alte Gesellschaft mit der neuen schwanger geht, kann man dann sagen, dass das so abgeschlossen ist, dass es das Bedürfnissystem im Bestehenden und das ganz andere wird ganz anders sein, oder gibt es da doch eine Schwangerschaft? Aber wie gesagt, ihr könnt es auch, ja, das sind Hände, ich gebe es. Ich würde nur ganz kurz, bevor auf das eingegangen wird, weil es irgendwie wichtig ist zu verstehen, vielleicht, was der Keynesianismus ist oder so, würde ich gerne wissen. Nochmal bitte. Ein paar Worte über den Keynesianismus an sich, so dass man dann der Diskussion gut folgen kann, würde ich ganz gut finden. Okay, 2 Dinge oder 2 Fragen bezüglich der Hölle des Überflusses. Frage mich, war das eine sozusagen heimtückische Hölle, weil die Leute, die ich kenne, die in dieser Zeit gelebt haben, empfinden es vielleicht gar nicht so als Hölle. Und vielleicht war es bei uns nicht so eine Hölle, aber in den Kolonialländern. Und die zweite Frage ist, was definieren wir als Arbeit? Wenn man sagt, man soll nur 3 Stunden arbeiten, und ich mache da zum Beispiel Radiosendungen, das inspiriert mich, ist das auch Arbeit? Oder? Und da würde ich es gerne länger wie 3 Stunden machen. Ich habe nur 3 Bitten. Und zwar, wenn du historische Beispiele bringst, so wie Solingen vorher, dass du die kontextualisierst und sagst, wann das ungefähr war. So. Ja. Dass du zumindest fremdsprachige Begriffe übersetzt, wie Fourier, wenn du sie verwendest. Und dass du dein Mikro ein bisschen von dir weg und ein bisschen steiler raufschießt, dass du direkt reinsprichst. Danke. Ich habe eine Frage auf eine Frage. Leo, diese Sehnsucht der Linken nach den 60er oder 70er Jahren, das musst du mir erklären, das ist mir neu. Oder das, mit fange ich nichts an. Wahrscheinlich bin ich zu alt dafür oder so. Die Sehnsucht zu haben. Das ist genau richtig alt. Naja, ich habe mir jetzt einerseits gedacht, die Entfremdungskritik, was du jetzt davor bringst, die ist ja auch nicht ganz unproblematisch, historisch gesehen, weil es gibt so diese sozialwissenschaftlichen Analysen halt, die in den letzten, weiß nicht, von Boltanski, Ciapello am prominentesten halt rauskommen sind, dass diese Künstlerkritik, die damals in den 1960er Jahren ja geäußert worden ist, letztlich auch kulturell quasi die neoliberale Revolution vorbereitet hat und teilweise eben vom System verwendet worden ist, um eine vermeintliche
Autonomie durchzusetzen, die uns vorgespielt wird, obwohl es noch immer das alte beschissene System der Lohnarbeit ist, nur halt nicht mehr so wie im Fordismus, in den Hochzeiten des Fordismus in den 60er, 70er Jahren oder so. Und was ich mir halt frage, ich finde ja die Künstlerkritik oder Entfremdungskritik ganz wunderbar und so weiter, als Horizont sich eine ganz andere Welt vorzustellen. Aber was ich mir jetzt schon frage, inwiefern so eine Sozialkritik oder Gesellschaftskritik anschlussfähig für Klassenkämpfe, die momentan stattfinden, ist. Weil das ist doch die zentrale Frage, nicht nur können wir uns eine andere Welt vorstellen mit einer ganz anderen Bedürfnisstruktur, sondern wie kommen wir dahin? Und das ist halt bei so abstrakten Kritiken immer irgendwie, also bleibt es irgendwie so im Reich der Utopie. Es ist schön und nett, aber es gibt keine Anschlussfähigkeit gegenüber jetzt aktuellen sozialen Bewegungen, beziehungsweise, vielleicht kannst du da noch sagen, worin die bestehen könnte. Jetzt muss ich, boah, wisst ihr eigentlich, was ihr hier für eine Liste hier aufgemacht habt? Ich will versuchen, kein Stichwort auszulassen. Ich ich halte das Wort von der Künstlerkritik für pure Demagogie. Das ist das schwierige sogenannte Proletenverstehen um bestimmte Denkrichtungen der kritischen Theorie zu diffamieren. Was sagt das? Die Behauptung, die aufgestellt wird, ist ja, dass die Menschen sozusagen über die Kritik an der Starrheit und der Verwaltetheit und der staatlichen Beaufsichtigung und der staatlichen Bevormundung und Fürsorge so, indem sie das kritisiert haben, dafür gesorgt haben, dass praktisch das Lob der Existenzgründung, des sich Durchschlagens in der Werbewirtschaft und das Verwechseln mit Kreativität oder solche Bücher wie, wir nennen das Arbeit, also so eine Apologetik der sogenannten digitalen Bohème angelegt war, das bezweifle ich radikal. Das ist ausgedacht, um die Langweiligkeit des Keynesianismus ein bisschen zu legitimieren, denn der Grundgedanke dessen, was ich referiert habe, wenn ich mich nochmal auf Herbert Marcuse, ich tue ja heute so, als wäre ich sein Enkel, beziehen darf, ist das Postulat der großen Weigerung, die auch manchmal große Verweigerung heißt. Und den Gedanken der großen Weigerung oder Verweigerung des Nicht-Mitmachens, des Sand-in-Betriebe-Sein, des im kapitalistischen Mahlstrom nicht funktionieren, ist das Gegenteil der neoliberalen Ideologie von Selbstertüchtigung oder drei machen eine Kneipe auf und sagen nicht, dass es ein ökonomischer Betrieb ist, sondern nennen das Projekt und denken, das ist was anderes. Das alles hat damit nichts zu tun. Ich bestreite das. Also, dass Menschen ihr Denken ändern, das bestreite ich selbstverständlich nicht. Also es gibt eine große intellektuelle Apologetik von prekären Existenzen, die ist unerträglich, aber da führt kein Weg zu dem theoretischen Ansatz, den ich versucht habe zu referieren. Selbstverständlich ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass jede zukünftige Gesellschaft schwanger geht mit den Merkmalen dessen, von dem man hofft, es möge untergehen. Deswegen gibt es ja das Bilderverbot bei Adorno. Das heißt, nichts ist lächerlicher, als sich auszumalen, wie schön das aussehen könnte.
Also ich müsste schroff zurückweisen, wenn jetzt jemand sagt, hey, man kann sich nicht mal ein bisschen genauer sagen, wie das dann ist mit der, so ist das auch mit dem Redesystem verwaltet und wie weiß das nun genauer, da hinten ist die Wandtafel, malen Sie doch mal auf, wie die Menschen dann fühlen. Das alles geht nicht, sondern es geht um das Einräumen einer Möglichkeit und eines die Zukunft betreffenden Gedanken der unterlegenen Produktivität als Bedingung von menschlicher Emanzipation, weil ja sonst im Gegenteil auch denkbar ist, dass die Leute auch unter Bedingungen der Abschaffung des abgeschafften Privateigentums sich dumm und dusselig arbeiten, aber besser konsumieren können, was ja ganz schön bedrohlich ist und was ja mitschwingt in zwar nicht realisierten, aber postulierten Hoffnungen zum Beispiel der Sowjetunion. Überholen ohne einzuholen oder sowas ist das Versprechen der Produktivität, das war jetzt Gutschow, das Versprechen der produktiven Überlegenheit. Diese produktive Überlegenheit, also die Durchsetzungsgeschichte der Ablehnung der sogenannten Maschinenstürmerei spielt natürlich insgesamt von ungefähr 1830 bis 1910. Die Solinger Sache, die ich erwähnt habe, hat ihren Höhepunkt zwischen 1885 und 1895. Habe ich das empirisch hoffentlich einigermaßen auch aufgeklärt. Also es geht darum, überhaupt aufzumachen, worüber Menschen diskutieren können, wenn die Tatsache, dass nur bei Profiterwartung oder Mehrwerthackerei produziert wird, ja, streiten können, diskutieren können, ohne dass das die Grundfesten von Standortpolitik oder Notwendigkeit kapitalistischer Akkumulation oder Bestehen in der Konkurrenz mit dem benachbarten Werk oder Konzern ist. Mehr würde ich nicht sagen, weil dass es dieses sogenannte Bilderverbot gibt, hat gute Gründe. Wir können überhaupt Zukunft nur schöpfen und denken daraus, was wir am Bestehenden hassen und verachten. Und nicht daraus, wie wir uns mal ausdenken, wie es dann so ist. Weil da kommt immer ein furchtbarer Subjektivismus raus. Und die einzige Grenze dieses Denkens, deswegen wird Utopie ja auch hat das Wort ja aus verschiedenen Mündern unterschiedliche Bedeutung. Die einzige Grenze des Denkens ist, wenn jemand sagt, du spinnst. Das ist mit den vorhandenen menschlichen Ressourcen gar nicht denkbar. Du spinnst. Du tüdelst, sagt der Norddeutsche. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auch noch mal so in mein sozialistisch-klassenlose Gesellschaftsprogramm aufnehme, ewige Jugend, dann würde man sagen, na, das ist jetzt eher sozusagen Utopie als Blödsinn, als Nichtort. Oder Unsterblichkeit. Oder man muss gar nicht mehr arbeiten. Keynesianismus, also die Sehnsucht, wo kommt die Sehnsucht hin? Natürlich entsteht Theorie einerseits in der Zurückgezogenheit des Denkens und Reflektierens über diese Gesellschaft des Aufstiegs oder Gesellschaft des Wirtschaftswunders, aber sehr bald entsteht sie auch durch die Beobachtung realer Kämpfe. Reale Kämpfe bedeutet, wenn Herbert Marcuse so eine Unterscheidung macht zwischen radikalen Bedürfnissen und ökonomischen Bedürfnissen und das sind selbstverständlich falsche Bedürfnisse, dann basiert das jedenfalls, wenn er so nach 1968, 69 referiert, auf einer großen Hoffnung. Ein bestimmter Teil des italienischen Proletariats, an dem möchte ich das jetzt mal festmachen, findet die Sabotage interessanter als die Tarifrunde.
Die Sabotage bedeutet, man macht bei Fiat was kaputt und alles kommt zum Stehen. Wir müssen alle im Raucherraum und damals gab es ja zum Glück noch keine proletarischen Nichtraucher, also muss man in den Raucherraum. Der Werkschlosser kommt und man hat ein paar Stunden nichts zu tun. Das war ein Massenphänomen, das theoretisch reflektiert wurde. Es gibt diesen sehr schönen Aufsatz von Rosanna Rossandra zu diesem Phänomen, in dem sie ausführt, dass in dieser Sabotage viel mehr die Frage gestellt wird, wie wollen wir also leben und arbeiten, als in der Frage, dass, sagen wir mal, Sozialdemokraten 4% Lohnerhöhung fordern und die Kommunisten 6%. Das Ding außer Kraft setzen, das einen unterwirft, zum Anhängsel der Maschine macht, im engsten Wortsinne zu Humankapital formt. Ein sehr schönes Essay von so einer Linksabspaltung aus der Kommunistischen Partei, die damals ihr Manifesto hieß, aber Rosanna Rossandra ist ja eine Publizistin, die sehr lange geschrieben hat. Also es gibt sowas. Und ich sage aber gleichzeitig, ich tue nicht so, als hätte ich jetzt, also ich gestehe meine Abseitigkeit ein. Lieber, mach ich lieber. Ich gestehe lieber ein, dass ich mit dem, was ich heute referiere, ein bisschen aus der Welt gefallen bin. So. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das bequem finde oder arrogant oder Elfenbeinturm, sondern es gibt bestimmte Zeiten, da ist der Konformismus so überwältigend, dass man tatsächlich auf die Anstrengung zurückgeworfen ist, sich doch wenigstens zu bemühen, angesichts der eigenen Ohnmacht und der Macht der anderen nicht auch noch zu verblöden. Das war nicht von mir, wie die Sachkundigen wissen. Sondern dann betreibt man sozusagen Gesellschaftskritik ohne die Behauptung, dass man Anschluss hatte. Ich glaube übrigens, dass dieses Eingeständnis gar nichts damit zu tun hat, wie viel heute Abend gekommen sind oder dass ich nicht prominent bin oder sowas. Das hat gar nichts damit zu tun. Die Welt wimmelt von Leuten, die haben mindestens so wenig Einfluss auf die realen Geschicke wie ich. Nur die kaschieren das anders. Da müsst ihr, wenn man da einmal erhaben drüber ist, dann denkt man auch schon wieder, ein Kasper läuft durchs Dorf. Sowas wie Varoufakis oder so. Versteht ihr? Also, naja, ich meine, was fordern die da mit ihren großen Euro-Rettungsinitiative? In 2 Jahren muss in Europa eine von allen Völkern gewählte verfassungsgebende Versammlung einberufen werden. Diese muss in spätestens 10 Jahren eine neue europäische Verfassung demokratisch erarbeitet haben, die dann das jetzige europäische Regelwerk ersetzt. Also ihr wisst, jeder im Raum hier weiß, das ist pure Scharlatanerie, das kommt nicht. Nur in Berlin wollen das 6.000 Menschen hören. Weil die Droge ist gut. Verfassungsgebende Versammlung von allen Völkern in mindestens 2 Jahren. Dagegen kann man ganz locker die Haltung einnehmen, der Kaiser ist nackt. Das ist hier eine Veranstaltung zur Rettung von Prominenz. Das ist so ungefähr, als wenn jetzt, sag mal, was ganz Witziges. Gorbatschow macht ein Papier zur Reform der UNO. Das ist auch ungefähr so wichtig, als wenn irgendwo eine Schaufel umfällt. Es ist nur gut dotiert, aber das ist, also die Wirkohnmächtigkeit einzugestehen, das fällt auch nicht schwer. Das ist doch nun mal so. Und was da geblufft wird, zum Keynesianismus. An den Keynesianismus kann man aus 3 Perspektiven rangehen. Die beiden pragmatischen ziehe ich ganz kurz vorweg.
Die eine ganz pragmatische, es gibt es überhaupt in der Praxis linken Keynesianismus oder nicht. Das ist ganz pragmatisch gefragt. Dann gucken wir uns an, wo sogenannte linke Keynesianer regiert haben und ob da dann sowas stattgefunden hat, was über die normale bürgerlich-kapitalistische Politik, dass man beim Abflauen von wirtschaftlicher Prosperität ein paar Investitionsprogramme auflegt oder so hinausgeht. Würde ich sagen, gibt es nicht, sehe ich nicht, kenne ich nicht. So, wir können uns meinetwegen, was ist so ein großes Beispiel gewesen? Frankreich zwischen 1980 und 1984. Das links-keynesianische Modell. Sozialistische und kommunistische Partei machen zusammen die Regierung. Ohne dass jetzt Thomas Ebermann hier jetzt mal heute aber mal wieder richtig Gift spritzen möchte, muss man sagen, nach diesen 4 Jahren war mehr Deregulierung als am Anfang. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das ist ja deren Bilanz. Es gab also offenbar Zwänge, wenn ich jetzt nicht moralisch argumentiere und sage, das waren von Anfang an böse Menschen oder sowas. Standort, Weltmarkt, Konkurrenznotwendigkeiten, die diesen Tatbestand erzeugt haben. Das können wir jetzt überall machen. Also wir können uns auch sagen, 8 Jahre Rot-Rot in Berlin, das war Austeritätspolitik. Tut mir leid, sagen Sie selbst, schreiben Sie in Ihren Büchern. War aber notwendig wegen, irgendwas ist immer. Gut, das nehmen wir jetzt mal weg. Die Frage, gibt es das überhaupt praktisch? Die zweite Frage ist eine etwas kniffligere. Ist der Keynesianismus anfällig für autoritäre Lösungen? Die ist tatsächlich knifflig. Denn jeder, der sich mit Keynes befasst und ihn apologisiert, muss sein Vorwort zu der im nationalsozialistischen Deutschland erscheinenden Erstausgabe seiner Generaltheorie kennen. Und ungefähr könnt ihr ahnen, was in Deutschland 1936 nicht publizierbar war. Und wer entweder geflohen oder im KZ war. Und in diesem Vorwort sagt er, dass der totale Staat besonders gut geeignet ist, gegen das Laissez-faire des Liberalismus ein geordnetes Wirtschaftsleben zu inszenieren. Das war fast wörtlich zitiert jetzt. Das ist keine Kleinigkeit. Also es lohnt darüber nachzudenken, ob, weil ja der Keynesianismus einen ausgeprägten Staatssektor für sein ökonomisches Modell braucht, ob die Affinität zum starken oder totalen Staat, wie Keynes das nennt, immer eine große ist. Um überhaupt kein Missverständnis aufzukommen. Ich sage hier nicht sowas Komisches wie jeder Keynesianer ist ein halber oder sowas. Halber Nazi. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte sagen, es liegt in der Logik des Denkens eine Apologisierung des starken Staates. Jetzt kommen die beiden Sachen, die eigentlich wichtig sind. Die eine ist, was man in solchen Büchern wie diesem hier findet, so im oder diesem, die enthemmte Mitte oder die Abstiegsgesellschaft, ich glaube, an die hat es doch angespielt. Ein bisschen, weil dein Baron das sehr lobt. Deswegen habe ich es eben so, kleine Übersprungshandlung. Verschenktes Leben, gestattet mir einmal, extrem biografisch episodisch zu werden. Ich weiß, dass es immer doof ist, wenn Opa vom Krieg erzählt. Aber ich will das trotzdem einmal versuchen zu begründen, was das bedeutet. Ich habe ja selber 6 oder 7 Jahre meines Lebens so Industriearbeit gemacht. Das war eine Hoffnung der 70er Jahre, das muss ich nicht erklären. Es ist jedenfalls so lang, dass man, 6 oder 7 Jahre ist so lang, dass man da nicht Semesterferien zu sagen kann. 2 Jahre davon habe ich alle 18 Sekunden einen Turnschuh gemacht in so einem Rondel Phoenix Gummiwerke. Ich hatte aber auch in Europas größter Kupferhütte
eine etwas bequemere Arbeit, wo ich nicht so an die Maschine gefesselt war und in diesem riesigen Werk die Kohlestäbe der Elektromotoren ausgewechselt habe, was natürlich viel mehr Bewegungsfreiheit und Möglichkeiten, Schwätzchen, beides kenne ich. Ich will nur sagen, wenn ich in solchen Büchern lese, dass das gute Zeiten waren und ich einfach den Gedanken an mich ranlasse, erstens, was ich da gesehen habe, selbstverständlich, und zweitens auch den Gedanken an mich ranlasse, ich hätte da 40 Jahre gearbeitet oder 35. Dann wäre ich ums ganze Leben betrogen. Auch wenn ich vielleicht nie von Kündigung bedroht gewesen wäre. Das zieht in jede Faser des menschlichen Lebens rein. Und es ist Zynismus von Intellektuellen zu sagen, na, aber nach Feierabend kannst du mal ein gutes Buch lesen, ne? Und nicht die Glotze anmachen. Das heißt, meine Behauptung ist, dass die Apologisierung dessen, was damals regulierte Arbeit oder regulierte Industriearbeit war, so niederträchtig menschenfeindlich ist gegenüber denen, die 40 Jahre in dieser Mühle gesteckt haben. Ohne, bei wachsenden konsumtiven Möglichkeiten in den guten Jahren. Ne? Die Lohnerhöhungen lagen sehr oft über der Inflation. Diese Arbeit zu machen, wenn da Intellektuelle drüber schreiben, das sei doch das goldene Zeitalter. Damals hatten die Menschen doch noch gar keine Abstiegsängste. Das ist für mich der Kern von Zynismus. Und ich verlange ja jetzt von niemandem von euch, jetzt, da müsst ihr jetzt auch ein paar Jahre rein, um das nachvollziehen zu können. Sondern das, was ich verlange, ist Schluss mit der Behauptung, in letzter Zeit sei ja alle Arbeit, alle gesellschaftliche Arbeit in der deutschen Marktwirtschaft so viel kreativer geworden. Das ist intellektuellen Gelaber zum Thema der Dienstleistungssektor und seine interessanten Aspekte und nur noch die Produktion überwachen und gar nicht mehr schmutzig werden. Wenn ihr soziologisch davon nicht viel Ahnung habt, nur weil ihr Kinder des Kleinbürgertums seid oder so, Glückwunsch, dann könnt ihr euch doch die Fantasie machen, was das bedeutet, 30 Jahre Lkw-Fahrer zu sein. Wie das in jede Pore einzieht. Alles Denken, alle Sehnsüchte, alle Bedürfnisse, alles Stumpfwerden, alle Sexualität beeinflusst. Die Art des Produzierens determiniert wirklich, wie die Menschen leben und wie sie träumen und welche Bedürfnisse sie haben. Oder stellt euch einfach vor, eine Frau in der Supermarktkasse macht das 30 Jahre und stellt euch vor, wie unglaublich intellektuell niederträchtig das ist zu behaupten, die sei nicht um ihr ganzes Leben betrogen worden, unter der Maßgabe, dass sie nicht neoliberal, Abstiegsangst, Tarifvertrag, Leiharbeit und so etwas hatte. Das heißt, das lasse ich nicht durchgehen. Und es gibt dann natürlich bestimmte Behauptungen, die immer sagen, ja, aber das sind jetzt ja Sektoren, die sind so am Kleinwerden, am Schwinden. Das dürft ihr nicht glauben, Leute. Also wenn Sachen Dienstleistungen wegen Outsourcing plötzlich Dienstleistungen hießen, die früher dem Industriekonglomerat zugeschlagen wurden, dann ist der Wandel zur Dienstleistung viel kleiner. Also in der Zeit meiner Industriearbeit war das völlig klar, die Kantine, die Küche, die Reinigungskräfte, die Kalfaktoren, der Werkschutz, da waren alles Angestellte von dieser Kupferhütte. Wenn die jetzt ausgesourced werden und man sozusagen eine Fremdfirma auch noch für Transport und LKWs benutzt, dann sieht das statistisch so aus, als sei der produktive Sektor
der kapitalistischen Produktionsweise unheimlich geschrumpft und der Dienstleistungssektor gewachsen ist, trifft oft nicht zu. Obwohl das keine. Das letzte zum Keynesianismus. Man kann mit Paul Mattick, und das ist ja heute nicht mein Thema, darüber nachdenken, ob der Keynesianismus sein Versprechen der Krisenfreiheit oder relativen Krisenfreiheit, der Vollbeschäftigung und des Wachstums im Kapitalismus einlösen kann. Der große Denker und Kommunist Paul Mattick hat viele Jahre darauf verwendet, in dieser Schrift Marx und Keynes nachzuweisen, dass der Keynesianismus lediglich die Fähigkeit hat, die Krise zu verschieben, sich diese dann aber umso eruptiver und explosiver entladen muss, weil der Keynesianismus die Alimentation unterdurchschnittlich produktiver Arbeit, die Alimentation, staatliche Alimentation nicht weltmarktkonkurrenzfähiger Produktionsanlagen und selbstverständlich die Alimentation der sogenannten nutzlosen Esser postuliert. Und dazu sagt Mattick, das sagt er zu Zeiten des Wirtschaftswunders, ich glaube, diese Schrift ist hohe 50er oder frühe 60er Jahre, ich habe gerade vergessen, dieser Keynesianismus kann Krise nur verschieben. Das kann ich hier heute Abend nicht entwickeln, versteht ihr? Das geht nicht. Das geht nicht, das hängt damit zusammen, wie Weltmarktkonkurrenz funktioniert und ob der Kapitalismus dem tendenziellen Fall der Profitrate entrinnen kann oder nicht. Das geht nicht. Ich wollte nur sagen, das ist die dritte Dimension, wie man über Keynesianismus sprechen kann. Und die vierte ist, und ich gebe sofort zu, wenn ich über die Polarität der Gesellschaft spreche, dann geht es meistens um die Sehnsucht, die eine Sehnsucht ist, die aus der Wirklichkeit entspringt. Die Sehnsucht, wenn doch die Richtigen das regeln, dass dann eine Art Krisenfreiheit möglich ist. Wenn da keine falschen Bürokraten, unwissende Ökonomen, Nieten in Nadelstreifen, Gierige und sowas, wenn die da alle nicht sind. Und das ist natürlich das ist den Menschen so eingebläut, dass es sowas geben muss, wegen der herausragenden Stellung des Expertentums in unserer Gesellschaft. Der Experte als der eigentliche Held. Der Experte ist in Deutschland die zweitbeliebteste Figur, Sozialfigur. Auf eins ist die Polizei. Ja. Platz drei ist das Bundesverfassungsgericht. Lustig, ne? Ja. Da sei man nicht marginal unter solchen Bedingungen. Der Experte ist der Repräsentant des Gedankens, wenn man nur ein paar Stellschrauben dreht, flutscht alles. Ja, der Verkehrsexperte weiß, wie keine Staus mehr sind, so, der im Fernsehen ist. Ne? Und der Ernährungsexperte weiß, wie ich mich gesund ernähre. Und jeder Experte weiß irgendwas. Ne? Der von. Und die Politiker, also die versuchen Politiker zu sein, die müssen diese Attitüde übernehmen. Die müssen sozusagen das wirbelschichtbefeuerte Heizkraftwerk persönlich kennen. Und die müssen auch wissen, dass man 2,3,7,8 PCBB, aber auch die Benzofurane und Neftaline nicht in Flüsse leiten sollte, weil dann die Trinkwasserqualität leidet, was übrigens auch volkswirtschaftlich schädlich ist. Denn man muss ja auch berechnen, dass das flussnahe Grundwasser durch die Belastung mit Neftalin, Dibenzofuran und 2,3,7,8 PCBB ungenießbar wird, was die Notwendigkeit eines flussfernen
Wasserwerkes bedeutet, was man volkswirtschaftlich ja dann seine Kosten in Abzug bringen kann von der Behauptung, Umweltschutz sei teuer. Und dann guckt der Redner in diesem Expertenstolz. Ihr merkt, ich war auch mal im Parlament, ich kann sowas. Aber natürlich ist das Kretinismus bis dort hinaus. Es ist denkzerstörend bis dort hinaus, weil es das nicht utilitaristische Moment gar nicht mehr zulässt. Wie soll ich denn Naturgenuss berechnen? Oder wenn ich finde, das Federgeistchen, dieses einzigartige, schmetterlingsartige Viech, was alleine auf der Welt ist, mit der Fähigkeit, seine Flügel in den Hinterbeinen zu verklappen, wenn ich dem keine ökologische Kreislaufnützlichkeit andichten kann, dann muss das weg. Nur wenn die kybernetische Ökologie dem Federgeistchen eine Existenzberechtigung im volkswirtschaftlichen Rahmen nachweist, darf es weiter rumkrabbeln. Das ist doch irre! Der Irrsinn besteht doch in dem Experten, der die kapitalistische Produktivität zum Maßstab seiner eigenen Argumente macht. Und der Keynesianismus ist für mich neben diesen anderen Sachen, Krisenverschärfung nur verspätet, autoritär oder Möglichkeit der Sehnsucht nach dem mächtigen, allmächtigen, autoritären Staat. Im Kern ist für mich Keynesianismus das Versprechen, dass die Art des Produzierens unangetastet bleibt. Unangetastet. Und das bedeutet, selbst wenn wir im Gegensatz zum Keynesianismus uns die Produktionsweise, in der wir leben, als vom Eigentum an Produktionsmitteln überwunden vorstellen, bleibt der Arbeiter in der von mir angedeuteten elenden Stellung. Versteht ihr? Er kann sagen, wenn ich so ein Monstrum über mir habe wie den Staat Sowjetunion, sein Gewaltverhältnis, bin ich ganz besonders von meinen Produktionsmitteln enteignet. Und nur am 1. Mai wird gesagt, was für ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft ich bin. Er kann aber theoretisch auch denken, selbst wenn die mir natürlich mir und meiner Biografie viel nahestehende Rätekommunisten mit ihrem Konzept gesellschaftlicher Hegemon oder an die Macht können die ja nicht kommen, weil sie die nicht wollen, sondern es sollen ja die Räte haben. Wenn unter diesen Bedingungen trotzdem bleibt, dass der Mensch an denselben Maschinen im selben Tempo arbeitet, ja, dann kann man das meinetwegen für immer Arbeiterstaat oder Rätegesellschaft nennen. Sein Bedürfnissystem wird von dieser Tortur bestimmt sein. Und weil das so ist, weil, guck mal, ganz viele Traditionsmarxisten, damit höre ich auf, ganz viele Traditionsmarxisten meinen ja mit diesem Problem, das sind jetzt ein bisschen Debatten aus den 80ern, gebe ich zu, unsere theoretischen Reflexionen zu Fragen der Ökologie und sowas, konfrontiert. So der Chefdenker der DKP, Deutsche Kommunistische Partei, sowas ähnliches wie eure KPÖ, Steiermark hier, der hat Bücher geschrieben, so. Und dann schreibt er völlig, völlig richtig, die kapitalistische Produktionsweise überfordert den Menschen in einem Ausmaß, dass wir in jedem Jahr das Anwachsen des Alkoholismus in der bürgerlichen Gesellschaft beobachten können. Dann denke ich, da hat er aber was Richtiges gefunden. Aber er macht an der Stelle ein Komma und schreibt, während in der Sowjetunion der Alkoholkonsum eher traditionell und kulturell ist.
Versteht ihr, die Leute malochen, ist doch jetzt, also für diesen Gedanken ist es zweitrangig, ob das ein Rätesystem ist oder eine bürokratische Staatsmaschinerie den Arbeitern gegenüberstellt. Wenn das Versprechen nur lautet, das gehört euch, aber ihr malocht weiter wie bisher, wird dieselbe Kaputtheit der Bedürfnisse davon reproduziert. Jetzt habe ich 7 Fragen nicht beantwortet, aber 4. Sind alle zufrieden mit den Antworten, also die Fragen gestellt haben, oder gibt es akut noch jemand, der oder die meint, das wollte ich jetzt aber noch wissen? Die Travai attraktiv. Jetzt auch kein Mal mehr 3 Minuten zu überschreiten. Ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist. Ich referiere, als wäre ich Lehrstuhlinhaber. Also gibt es zu den vorhin gestellten Fragen noch Nachfragen oder jemand denkt sich, das war mir jetzt zu wenig? Ansonsten ist die Runde einfach wieder eröffnet sozusagen. Und es muss auch nicht dieses Spiel doch irgendwie Podium, Publikum sein. Also man kann das auch quasi. Genau. Also es sind auch Diskussionsbeiträge willkommen, nicht nur Fragen. Darum geht's. Okay, also ich glaube, ich habe einen Wunsch von einer bisschen neuen Diskussionsrichtung, und zwar, wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, wie es auf keinen Fall geht. Keynesianer sind nicht ganz halb Nazis, aber trotzdem ziemlich schlecht. ich glaube, also es ist für mich persönlich klar, dass wir nicht über die dass du mit uns nicht über die Frage diskutieren wirst, was tun. Aber was mich interessieren würde, wäre, also das kannst du wahrscheinlich sicher detaillierter darlegen oder so, die Position in der kritischen Theorie, ich glaube, wie sie es nennen, progressive Elemente oder was weiß ich, im Bestehenden, um im Slang des Abends zu bleiben. Und dass diese nicht vorgefunden worden sind zu verschiedenen Epochen oder zu verschiedenen Phasen, in denen sie sich mit Gesellschaftskritik auseinandergesetzt hat. Jetzt würde ich vielleicht doch gern ein bisschen das Gespräch in die Richtung führen zu diesen progressiven Momenten oder utopischen Momenten von mir aus. Wir haben ja also zum Beispiel in der Tradition unserer Organisation oder so oder in Bewegungs linken Traditionen wird ja zum Beispiel davon geredet, dass soziale Bewegungen, vor allem dann, wenn sie einerseits so kollektive Erfahrungen schüren und dann auch noch angereichert werden mit utopischen Momenten, die darüber hinausgehen, über diese Kämpfe, dass das dann eine sehr interessante oder explosive Konstellation ist. Dann viele von uns kommen vielleicht aus subkulturellen Kreisen, wo versucht wird, sich zurückzuziehen und dort kleine Utopien zu üben mit Hierarchie, Losigkeit, whatever. Da wissen wir die Limitationen davon, wenn sich das dann isoliert und nicht gesellschaftlich wirkmächtig ist, glaube ich, ein Begriff, den du ab und zu verwendest. Und dann als drittes Beispiel, um ein bisschen weiter einen Schritt in diese Richtung gesellschaftliche Wirkmächtigkeit zu gehen, ich habe die schon einmal live und einmal online über Arztpraxen in Hamburg von linksradikalen Ärzten gereden gehört und haben mir gedacht, okay, zuerst, was ist da der Unterschied jetzt zum Beispiel von einem selbstverwalteten linken Zentrum, da es doch bis zu einem gewissen Grad isoliert ist, andererseits dann doch wahrscheinlich gesellschaftlich wirkmächtiger, da es ja mehr gesellschaftlichen Austausch gibt. Also vielleicht einfach utopische Momente im Bestehenden und deren Potenziale. Ja. Also wenn es ums Praktische geht, bin ich dabei. Ich kann da immer gar nicht so viel zu sagen. Ich denke, entweder wir machen einen Abend der Reflexion, dann vergessen wir mal für 2 Stunden die letzte Feuerbach-These. Versteht ihr?
Die Laude, das kommt nicht darauf an, die Welt zu interpretieren, es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist doch richtig, oder? Sagen wir mal, Hunderttausende von Dummköpfen haben die letzte Feuerbach-These instrumentalisiert, um nicht denken zu müssen. Das macht sie nicht falsch. Aber der Moment der Reflexion, des Nachdenkens über die Gesellschaft, des nicht-positivistischen Nachdenkens über die Gesellschaft, ist einer, der sich von der Frage, weil wir eben nicht positivistisch denken können, im Prozess der Reflexion und des Denkens und der Spekulation davon befreien, was jetzt zu tun ist. Dem Kritiker ist erlaubt, das nicht zu wissen. Und trotzdem bleibt die letzte Feuerbach-These ebenso richtig wie, sagen wir mal, was wird denn so von Bewegungsingenieuren noch gerne zitiert, wenn sie wenigstens ein bisschen gebildet sind. Karl Marx Kritik des Gotha-Programms. Der Marx, der meine Güte, der gibt sich eine Mühe, dass genau diesen Mist von Lassalle und seinen Anhängern auseinanderzunehmen. So. Und er schreibt sich die Finger wund zum Thema, weil das im Programm steht, es gibt kein, also im Programm wird gefordert, sozialistischen Programm zu Marx-Zeiten. Wir sind jetzt in der SPD von Wilhelm Liebknecht und kurz vor August Bebel sozusagen, wird gefordert gerechter Lohn. Und Karl Marx gibt sich eine Mühe zu schreiben, dass es auf gar keinen Fall da stehen darf. Weil es gerechten Lohn nicht geben kann. Weil der Zweck kapitalistischen Produzierens, die Aneignung von Mehrwert über die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist. Ich muss die Ableitung jetzt hier nicht bringen. Und mit aller seiner didaktischen Kraft und ohne einen zu hohen Abstraktionsgrad anzuschlagen, und so erklärt er das so. Dann geht er weiter, man kommt da noch auch auf Lassalle zurückgehend, die Forderung nach dem Recht auf Arbeit. Dann schreibt er sich wieder die Finger wund, warum man unter den Bedingungen des Kapitalismus das Recht auf Arbeit niemals fordern darf. Weil das Recht auf Arbeit unter den Bedingungen der Kapitalherrschaft nur die Pflicht zur Arbeit zur Folge haben kann. So denkt er da so rum und schreibt, ärgert sich, was für einen Einfluss die Reformisten um Lassalle haben. Und dann schreibt er auch noch den Satz, mit dem er sich und Friedrich Engels tröstet. Ach ja, ein Schritt realer Bewegung ist so viel wertvoller als 100 Programme. Dann kommt der Bewegungsingenieur. Versteht ihr? Also selbstverständlich aus einer Organisation, die mit dem heutigen Abend nichts zu tun hat, kommt dann der Bewegungsingenieur und kennt sich blendend aus mit dem Satz, ein Schritt realer Bewegung ist so unendlich viel mehr wert als 100 Programme. Das sind so die Säulen, die letzte Feuerbach-These. Es stimmt ja. Es stimmt ja, wenn ordentlich ausgewertet wird. Aber nur wenn ordentlich ausgewertet wird, können Kämpfe, auch Kämpfe, die in Niederlagen enden, zum klüger werden, zum besseren Durchdringen gesellschaftlicher Wirklichkeit, aber auch zur Vorbereitung des nächsten Anlaufs. Sehr wertvoll sein. Enorm wertvoll. Oder man könnte auch sagen, die Bedingung sein.
Nein, ich möchte das Wort von der Bedingung ein klein bisschen lieber doch zurücknehmen, weil es gibt auch sehr wertvolle Menschen, die nicht solche Fähigkeit haben, an den sozialen Bewegungen teilzunehmen, die eher ein bisschen abseitig sind und trotzdem einen guten Begriff haben, warum sie im Kapitalismus nicht funktionieren können. Die wollte ich jetzt auch ehren. Aber wenn nicht ausgewertet wird, dann machen Kämpfe und Niederlagen dumm. Wenn nicht ausgewertet wird, machen sie dumm und führen in einen Rhythmus, im Moment der Niederlage danach zu suchen, was denn jetzt das nächste Betätigungsfeld ist. Und ich behaupte, sowas wie Griechenland und Syriza, wollte die Linke, die davon oder darüber enthusiastisch und begeistert war, nicht auswerten. Nicht auswerten. Denn das hat ja sehr viel zu tun mit dem, was ich heute über Keynesianismus referiert habe, das glaube ich schon. Ne? Nicht auswerten bedeutet, Leute, jetzt müsst ihr aber Corbyn spannend finden. Also so das da mit dem Tsipras, ja, ist wohl irgendwie schwere Bedingungen und Deutschland hat auch erpresst und trotzdem sind wir auf der Seite, die da ausgetreten sind und der soziale Kampf geht weiter, aber red nicht so viel wie bei Griechenland. Jetzt Corbyn. Und wenn ihr nicht Corbyn wollt, denkt euch was anderes aus. Kurdengebiete. Ja, so. Also das nicht auswerten ist eigentlich das Gift des Rhythmus und nicht die Niederlage. Die Niederlage gehört zu unserem Leben. Was nicht geht, ist sozusagen die Euphorie gegenüber dem arabischen Frühling und die Unlust, das auch zu werden. Das ist das, was nicht geht. Ansonsten will ich nochmal sagen, ihr müsst euch das vorstellen, das Leben ist ein Schizo. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich bin heute hier der Referent, ich komme aus Hamburg und bin in Graz, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass alles, was in Hamburg so einigermaßen plausibel ist und auf der Straße tobt, dass ich dabei bin. Also oft weiß ich nicht genau, ob das, was ich da soll und so, aber ich habe keine Lampedusa-Demo verpasst. Also außer ich war zweimal auf Tour. Oder, also darum kann es nicht gehen. Ich nehme sogar an den blödsinnigsten Demos teil, um ein paar schöne Menschen zu sehen. Ich glaube, die absurdeste meines Lebens ist, die Flora bleibt rot, der Park bleibt grün. Ich denke, oh, muss ich da wirklich in der Park hinter der Flora soll grün bleiben, Leute. Ne? Na gut, dann dachte ich, mache ich mir noch eine Krücke, geht wahrscheinlich auch ein klein bisschen um umkämpften Stadtteil und Hegemonie. Und außerdem sind die Leute ja okay und nett. Und vielleicht gibt es sogar eine Prügelei, dann werde ich ein bisschen hasslos. In meinem Alter macht man ja nicht mehr mit, sondern steht am Rande und freut sich ein bisschen an Militanz. Aber also ich wollte sagen, selbst der Park bleibt grün, ist so, ich kann das auch in ganzem Ernst sagen. In Hamburg gab es im letzten Jahr einen Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen. Und ich darf das sagen, ein guter Freund von mir, der absolut linkeste Flügel der Gewerkschaft Verdi, war einer der wichtigsten Initiatoren. Und die Sozialdemokraten haben sich unfassbar geärgert. Die haben durch den Streik eine Lohnerhöhung von 23,5% durchgesetzt. Das ist nicht so leicht woanders wiederholbar. Das hat natürlich zu tun mit diesen gigantischen Verlusten, die ein Tag Flughafen außer Betrieb im Verhältnis zur Entlohnung des Wach- und Sicherheitspersonals und der Kofferkontrolle dies bedeutet. Aber das ist doch völlig gleich, geh abends in die Kneipe und sag, Peter, wie ist heute gelaufen?
dann ist das ein bisschen, ich bin ja so ein abgetakelter Promi in Hamburg, so völlig abgetakelt, aber die Älteren erinnern sich. Also, dann macht man eine Grußadresse. Ja gut, sagt Peter, muss ich wirklich, ja, Grußadresse, meine Grußadresse. Ich will, dass das Ding klappt, versteht ihr? Das ist doch, darum kann es nicht gehen. Wenn ich das nicht machen würde, wäre alles, was ich gesagt habe, genauso richtig oder falsch. Es kann nicht darum gehen, ich kann sagen, es stimmt. Ein Schritt realer Bewegung ist manchmal wichtiger als eine überfein zisilierte Debatte um Programmatik. Aber eben nur manchmal und auf der Basis der Lust, sowas zu diskutieren wie, was Marx da am Wickel hat, gibt es gerechten Lohn oder darf man das Postulat aufstellen des Rechts auf Arbeit. Das heißt, da liegt nicht der Widerspruch begraben, sondern der Widerspruch liegt woanders begraben, dass man als Linksradikaler sich gefesselt fühlt davon, dass so wenig überschüssiges Denken in der Welt ist und so viel Pseudo-Vernünftelei. So wenig überschüssig. Guck mal, nochmal mit Marcuse. Marcuse sagt ja in jeder Rebellion, ob das eine gelungene war oder eine niedergeschlagene, liegen immer zwei Aspekte. Ich zitiere jetzt ein bisschen sehr freihändig. Das eine ist das Moment des Überschüssigen und das strebt nach Abschaffung der Herrschaft überhaupt. Und das andere ist das Begrenzende, das strebt nach Auswechslung oder Installierung einer besseren oder vermeintlich besseren Herrschaft. Und Marcuse ist ein historisch sehr belesener Mensch, der weiß, welche Beispiele gemeint sind. Das ist die Niederlage der Sans-Culottes in der Französischen Revolution. Ein Teil will viel mehr. Das heißt, Rebellionen sind oft einfach nur blutig niedergeschlagen worden. Das können wir vielleicht von der Pariser Kommune sagen. Die hatte so wenig Wochen Zeit, sich auszuprobieren und ihre radikalen Experimente durchzuführen. Und dann ist eben eine überwältigende Mehrheit erschossen worden. Und das löst zwangsläufig Resignation der Besiegten aus für mehr als nur 2-3 Jahre. Und trotzdem können wir von allen Rebellionen gelungenen, zeitweise temporär gelungenen Rebellion und Revolution, sagen in ihnen, finden wir das Überschüssige, das die Abschaffung der Herrschaft will. Und wenn ich das jetzt mal sagen darf, ohne dass Marcuse das Wort benutzt, und das Regressive, das nach einem Austausch der Herrschaft strebt. Nach einem neuen Beherrschtwerden von einem besseren Herrscher. Und alle Suche des kritischen Denkens handelt doch davon zu sagen, welche Momente müssen da sein, um nicht eine neue Unterwürfigkeit zu erzeugen. Und die neue Unterwürfigkeit läuft immer über das Postulat, Leute, ich habe die gute Forderung, die läuft auch noch bei den Menschen gut. Und dann kommt sozusagen die völlig idiotische Runterbrechung einer Forderung auf die Behauptung der Weltrettung. Versteht ihr, was das für eine Beleidigung des Denkens ist, wenn man lesen muss, und nicht nur einmal, dass durch die Erhebung der Finanzmarkttransaktionssteuer der Hunger in der Welt zu beseitigen sei. Versteht ihr, das ist der Zynismus der Welt. Die Menschen, die das behaupten, das sind Zyniker, nicht ich. Ich sage lieber, ich
ich stehe gegenüber den sich anbahnden Regressionen manchmal schutzlos da. Ich versuche hier überhaupt keinen Ratschlag zu geben oder so etwas. Aber ich gehe durch Graz spazieren und da sagt einer für unser viel geliebtes Österreich. Also um da mein Kreuz zu machen, muss ich alle meine Intellektualität in die Tonne treten. Alle. Auch für das Ansehen Österreichs im Ausland. Spricht mich nicht aus dem Herzen wirklich an. Die Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern hat einen einzigen Slogan als Hauptslogan plakatiert. Aus Liebe zu MV. Ich meine, wisst ihr, wie fern man von jedem aufgeklärten Denken sein muss, wenn man glaubt, dass man eine verwaltungstechnische Gebietseinheit lieben kann. Aus Liebe zu Mecklenburg-Vorpommern. Stellt euch nur mal vor, der Staat kommt auf die Idee, das muss verwaltungstechnisch getrennt werden. Da müssen die einplakatieren aus Liebe zu Vorpommern und die anderen müssen plakatieren aus Liebe zu Mecklenburg. Das ist die Geschichte der österreichischen Nationalhymne. So wunderbar geschildert von Erik Hobsborn. Das Ding zerfällt. Erik Hobsborn, der große Historiker, ist ein Kind. Und nun gibt es den Rest davon der Habsburger Herrlichkeit. Und dann müssen die Kinder in der Schule mit irgend so einem unbegabter Dichter engagiert. Der muss sich angucken, welche Flüsse jetzt durch den Rest noch so fließen, welche Berge da stehen und wo Flachland und sowas ist. Und dann muss er was schreiben, dass man genau das liebt. Das ist eine Auftragsarbeit. So, dass die Produktion von Nationalismus auf der trivialsten Schiene. Nicht, dass ich, also außerdem, ich kann sowieso die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern fast noch deutlich weniger lieben als die Verwaltungseinheit. Aber versteht ihr, wenn ihr das nicht, wenn ihr die Fähigkeit nicht habt, zu sagen, und das meine ich mit dem Nicht-Beweisbaren, dem Antipositivistischen, vielleicht mache ich eine Minute gleich nochmal zu. Diese Parole aus Liebe zu Mecklenburg-Vorpommern ist objektiv und spekulativ. Ich kann es nicht beweisen. Ein Reflex auf das, was die Nazis in Mecklenburg-Vorpommern am häufigsten rufen. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Und in einer Welt zu leben, in der das die Nazis rufen und selber zu plakatieren aus Liebe zu Mecklenburg-Vorpommern, das macht Abgründe auf. Positivismus, Leute, bedeutet das Vertrauen, dass man etwas messen kann. Positivismus ist die Übertragung von Schwerkraft und sowas auf das Denken über die Gesellschaft. Und es geht nicht auf. Es geht nicht auf, während im Positivismusstreit ja die Antipositivisten sagen, wir können nicht beweisen. Der Meinungsforscher hier, was habe ich hier, so Urlaubslektüre, die enthemmte Mitte. Wenn er ehrlich ist, sagt er, das habe ich gefragt, das haben die Leute geantwortet, meine Statistik ist ungefälscht, das meinen die Menschen also. Der Kritiker des Positivismus sagt, sowas habe ich nicht im Angebot. Ich gehe nur davon aus, und das ist eine historische Spekulation, die viel mehr Erkenntnis enthält. Der Prozess der Zivilisation ist ein Prozess der Entsagung, ist ein Prozess der Selbstdisziplinierung, ist ein Prozess der Entsinnlichung des Menschen zugunsten seiner Fähigkeit, im Arbeitsprozess bestehen zu können. Diese ungeheure Entsagung produziert unablässig jeden Tag Projektion. Das heißt, der Entsagung übende Mensch ist projektiv
von der Wahnvorstellung und der Angst gequält, dass das, was er sich in einem unglaublich repressiven Akt abdressiert hat, ausschlafen, Sexualität nicht 1,5 Stunden Sonntagvormittag, sondern wirklich Sinnlichkeit, Liebe, was er sich abdressiert hat, zu projizieren, was er sich nicht mehr erlaubt, zu projizieren auf jene, denen er das zuschreibt. Lustig ist, das Zigeunerleben braucht den Kaiser keinen Zins zu geben. Wer das singt im Bierzelt, der hat eine Sehnsucht. Ich würde so gerne auch mal richtig die Steuer bescheißen. Aber das traue ich mir nicht, deswegen erschlage ich im Pogrom Zigeuner, Rom und Sinti. Ich bin meiner Sinnlichkeit beraubt. Ja, sehr weitgehend. Also wenn wir Teveleit folgen in einem Ausmaß, dann gehen wir davon, Teveleit geht davon aus, dass Menschen überhaupt das Gefühl zum Körper nur noch haben im Moment des Mordens. Das ist die Kernthese dieses großen Buches von Teveleit, das Lachen der Täter. Das Glücksgefühl von Breivik, das sich sonst nicht mehr fühlen können. Das sind Hervorbringungen der Marktwirtschaft. Wenn wir also sagen, diese Entsagung, die so weit gehen kann, dass die Menschen sich nicht mehr fühlen, dass wir denen mit Kategorien unseres Denkens kaum noch begegnen können, nicht der ganzen Gesellschaft, aber einem Anteil der Gesellschaft nicht mehr begegnen können, dass für die so ein ursprünglicher linker Sehnsuchtsbegriff wie Zärtlichkeit, und das bedeutet wirklich nicht nur kuscheln, ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, für die nicht mehr denkbar, sinnlich erfahrbar ist, dann kommt aus allen Poren die Projektion. Diese Projektion ist nicht nur immer eine rassistische. Sie ist im Regelfall eine antisemitische oder eine rassistische. Sie ist aber immer auch eine Projektion gegen gesellschaftliche Außenseiter, die viel weniger außenseiterisch sind, als der Projizierende unterstellt. Wenigstens ein Beispiel, damit ich nicht so theoretisch wirke. Wenn du in Hamburg jeden Morgen um 6 Uhr zum Dienstantritt auf der Werft sein musst, und das ist harte Arbeit da, richtig harte Arbeit auf der Werft, und deswegen so bei mittleren Anfahrtsweg vielleicht 4:30 jeden Tag aufstehen muss. Und wenn dein Leben darauf basiert, dass du deine konsumtiven Sehnsüchte nur befriedigen kannst, wenn du ein bestimmtes Quantum von Überstunden erreichst im Monat, wegen Verpflichtung von Abzahlung und überhaupt. Und dann fährst du morgens im November, sagen wir mal um 5:30 an der roten Flora vorbei. Und da brennt Licht. Dann denkt der Vorbeifahrende, das Licht ist Beweis für Gruppensex und Rauschgift. Wahrscheinlich hat da nur einer das Licht nicht ausgemacht. Oder vielleicht saufen wir noch ein paar oder kiffen, das weiß ich nicht. Die Projektion hat ihre Basis in der historischen Entsagung, der Kehrseite der Aufklärung. Ich kann deswegen sagen, und das ist hilflos, das zu sagen, Antisemitismus, Rassismus, Hass auf Außenseiter, Hass auf Müßiggänger, Angst vor Müßiggang im Subjekt. All diese Haltungen sind nicht überwindbar, solange die Gesellschaft kapitalistisch oder marktwirtschaftlich verfasst ist. Gleichzeitig können diese Erscheinungen scharf gemacht werden. Propaganda, Indoktrination, Manipulation. Und geknebelt werden.
Toleranz, liberales Denken in der Gesellschaft, Vorurteile überwinden, aber nicht überwunden. Sie bleiben als Projektion immer latent vorhanden. Und wenn man sich das vor Augen geführt hat, dann kann man vielleicht nachvollziehen, dass ich nicht denke, ich rede jetzt mal so akademisch über irgendwas. So, sozusagen, ich möchte mich jetzt mal profilieren, dass ich viel radikaler bin als die Keynesianer oder sowas. Sondern das geht um das Grundverständnis der Gesellschaft, in der man lebt. Und das ist die Schlüsselfrage. Findet man, würde man sagen, diese Gesellschaft ist hassenswert oder verächtlich, wenn man sich 3-4 Sachen wegdenkt. Wenn man sich wegdenkt, dass sie Krisenzyklen kennt, wenn man wegdenkt, dass sie Umweltzerstörung gezeitigt, wenn man wegdenkt, dass sie Kriege gebiert, und denkt euch noch eins aus. Wäre die Gesellschaft, weil sie diese Sachen aus den Menschen macht, dann bekämpfenswert? Oder ist die Hoffnung, so weit zu reduzieren, dass man dieses von der bürgerlichen Welt immer nahegelegte immerhin kultiviert? Dass man also sagt, aber immerhin haben wir doch jetzt Mindestlohn. Besteht hier die Fallhöhe zwischen diesen beiden Denkrichtungen? Die ist unversöhnlich und die ist wirklich antagonistisch, weil ein letztes Argument noch. Es wird so viel berichtet in meiner Urlaubslektüre über die Abstiegsängste in der Gesellschaft. Das Buch, was ich ja diskutieren werde, wenn hier meine Ferien zu Ende sind und so, das ist ja über die Abstiegsgesellschaft und damit auch einhergehend über die, wie sagt man, über die Missachtung des Proletariats durch Linke. Und ihr kennt mich nicht und es ist immer blöd, als guter Mensch dastehen zu wollen, aber in allem, was ich mache, in meiner Theaterarbeit, gibt es kein nach unten treten. Die Dämonisierung des Proletariats durch Oberschichtsangehörige ist widerlich. Die Dämonisierung und Fertigmachung des Proletariats durch Kabarettisten ist widerwärtig. Wertvoll sind gute irische Literatur, zum Beispiel von Roddy Doyle über die alkoholkranke, alleinerziehende, tapfere Putzfrau Paula Spencer. Das ist Literatur. Literatur ist für mich die Demütigung des Arbeitsalltagsschemens schildernd. Der Büroroman von Walter E. Richards. Die Unerträglichkeit, in so einem Büro in den 70er Jahren zu sitzen, ganz ohne Angst vor Arbeitsplatzverlust und so. Die Reduktion des Menschen auf die Vorfreude auf 3 Wochen Urlaub und ansonsten jeden Tag dasselbe machen. Das macht die Menschen fertig. Es geht also nicht, ich lese solche Bücher, um das immer wieder in mein sonstiges Referieren einzubeziehen, wie Prolz, so eine Links-Labour-Schrift gegen die Dämonisierung des britischen Proletariats. Oder sogar so was Schönes, literarisch ganz Interessantes, auf Großwildjacht mit Elvis. So eine Liebeserklärung an die ziemlich bornierten Countryside, weißen Unterschichtler in den USA geschrieben. Dead Man's Working natürlich. Wenn das sozusagen, wenn es völlig illegitim ist, in Satire und so weiter nach unten zu treten, statt nach oben anzugreifen, dann bricht linkes Denken selbstverständlich zusammen. Was nur nichts bringt, ist, in proletarische Hässlichkeiten etwas Positives hineinzugeheimnissen. Der Rassist ist ein Rassist. Der hat nicht berechtigte Sorgen. Und Front National zu wählen, ist kein hilfloser Notruf und ist keine Notwehr.
diese beiden Sachen beizubehalten, zu sagen, es gibt einen Kernsatz bei Adorno in den ästhetischen Theorien, ein Kernsatz, der macht sozusagen immer die Grenze. Pass auf, dass dir das nicht passiert. Und er lautet, ich glaube, ich kriege ihn wörtlich zusammen, es passte der Herrschaft gut ins Konzept, wenn das, was sie aus den Massen gemacht hat, auch noch aufs Konto der Massen gebucht werden würde. Es passe der Herrschaft gut ins Konzept, wenn man die Schuld auch noch bei denen suchte, die unter den Verhältnissen oder die von den Verhältnissen und den manipulativen Sachen. So übrig. Aus diesem Grund gibt es keinen Populismus und Ähnliches. Aber wer dieses mitnimmt, dass das der Herrschaft gut ins Konzept passt, der ist meines Erachtens ungefährdet, jetzt auch mal in der ganzen Erbitterung über die schlechten Essgewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten der unteren Schichten der Gesellschaft, sich daran auch noch zu delektieren, ist einfach widerlich und auf dem Trip bin ich ganz und gar nicht. Ich hatte ja gesagt, jetzt antworte ich nur noch in 2-3 Minuten. Ich habe gefunden, du bist jetzt hast irgendwie so, oder es hat sich der Kreis geschlossen mit deinen letzten Worten und würde dir aber eigentlich unterstellen, dass das beabsichtigt war, weil du schon seit einer halben Stunde deine Zigarette rollst und das auch daran lag. Ich habe meine Elektro vergessen, das ist nur so eine Ersatzhandlung. Also ich hatte den Eindruck, dass das jetzt eigentlich... wie gesagt, der Kreis sich geschlossen hat. Wenn es jetzt an der Stelle aber noch Kritik, Nachfragen, Diskussionsbeiträge gibt, dann her damit, sozusagen. Schau mal in die Runde, weil wir haben ja die 3 Stunden von Lafargue noch nicht voll. Ja, eher ein Beitrag, weil du vorhin angesprochen hast, die weniger radikalen Ziele und die manche Bewegungen haben und die radikaleren, die oder die vielleicht wirklich aus der Misere rausführen könnten. Und ich habe das Gefühl, also ich zumindest, ich würde jetzt nicht für andere sprechen, ich weiß kein wie raus aus dem System, mit welcher Aktion, mit welcher Bewegung und so. Und deswegen denke ja, mit weniger radikalen Zielen, einmal für mich halt zumindest, ist es gut zu arbeiten dran und irgendwie zum Beispiel jetzt, wir veranstalten einen Aktionstag gegen TTIP am Samstag und gegen CETA, dass wenn wir über den Hügel drüber sind, falls das überhaupt möglich ist, ist die Welt wahrscheinlich nicht besser und vielleicht ein klein wenig weniger schlechter geworden und vielleicht hat es auch nur hinausgezögert. Aber das Spannende finde ich daran, dass ich mit vielen Menschen in Kontakt komme, die auch sich nach einer anderen Welt sehnen. Und vielleicht sind wir uns auch gar nicht einig, wie wir da raus müssen, aber in dem Ziel sind wir uns einmal einig. Wir probieren ein klein wenig den Aufstand und wir üben das. Und ja, ich glaube, das ist für mich zumindest das Beste, solange ich noch nicht weiß, wie ich rauskomme. Ich wollte nur sagen, eines der momentan irrsinnig verblödendsten Ereignisse, ich weiß nicht, ob du dazu überhaupt irgendwas sagen willst, ist die Bundespräsidentenwahl. Ja? Also ich kann diesen Scheißdreck schon gar nicht mehr hören. Ich hoffe, es geht einigen Leuten hier gleich. Wobei ich auch sehe, dass hier Leute sind im Raum, die für den Kandidaten, der mit Österreich-Fahne auf den Plakaten und Heimat und bla bla bla, Werbung macht, für diesen Kandidaten auf die Straße gehen und so weiter, weil es ja nur darum geht, den Faschisten zu verhindern. Das ist eine Logik, die finde ich so zum Kotzen, ganz ehrlich gesagt. Und es gibt noch weiter, lese ich heute auf Facebook von jemandem, der sagt, ah super, dass die Wahl jetzt verschoben worden ist auf 4. Dezember, da haben wir noch mehr Zeit, um junge Leute für den Van der Bellen zu gewinnen und so weiter. Und es ist genau das Problem irgendwie. Also es ist... Ich sehe einfach nicht, wie du da rauskommst.
und es beherrscht einfach momentan die ganze Medienöffentlichkeit schon wieder. Und es geht jetzt immer so weiter, schon seit Monaten. Und eigentlich ist das Teil dieser ganzen Verblödungsmaschinerie, in der wir sind. Weil wir ja überhaupt kein positives Szenario haben. Das heißt immer nur verhindern, dass die Faschisten an die Macht kommen und so weiter. Und es wird jetzt die nächste Zeit, solange sich nichts grundlegend ändert, so weitergehen. Guck mal, das sind genau die Sachen, wo ich die Schnauze halten muss. Das kann ich nicht beurteilen. Kann Auskünfte geben. So, das geht nicht. Also es gibt gleichzeitig Linke, die denken, sie sind links, wenn sie die völkisch-chauvinistische und rassistische Zerfall Europas bejubeln. Und es gibt Linke, die denken, dass man in Analogie zu 1932 jetzt so etwas wie Volksfront machen muss. Das kann ich nicht. Das wäre anmaßend. Also dazu möchte ich dann doch lieber sagen, dass ich Auskunft geben kann über Verhältnisse in Deutschland. Das geht nicht. Auf praktische Fragen angesprochen, weiß ich ganz oft nicht. Ich würde das als sehr störend empfinden, wenn ich hier leben würde und eure Staatsbürgerschaft hätte und das sozusagen zu dem alles entscheidenden Lackmustest gemacht wird. Ich hatte ja aus Anlass von bestimmten Auftritten und so recht ein paar Tage in Wien im Frühsommer gelebt. Boah, ich war umzingelt. Ich war umzingelt von Mails, dass man Verräter ist, wenn man jetzt den Van der Bellen nicht liebt. Und von Mails, die sagen, das optimistische Österreich wählt Van der Bellen, dann dachte ich, ach, dann kann ich ja nicht gemeint sein. Also ich habe zu eurer Staatsbürgerschaft nicht. Ich versuche ja hier den ganzen Abend sowas wie so ein, ich weiß nicht, ob ist es gelungen, ich versuche hier so habituell so einen depressiven Hedonismus zu geben. So. Also Entschuldigung, ich bin über diese, was ich sagen will, in der Realität das Zukünftige finden. Ich habe das wirklich früher in Referaten oft gesagt. Ihr könnt euch ja vorstellen, ich bin Jahrgang 51, also sehr jung in den 70er Jahren. Und in dieser Zeit gab es eben in Hamburg Arztpraxen, wo der Arzt so viel verdient hat, wie meistens war sie weiblich, die Arzthelferin. Da waren Linke oder man könnte auch sagen Linksradikale. Einige Insider können vielleicht sogar einen Namen kennen. Natürlich war Karl-Heinz Roth in so einer Praxis oder Carlo Roth und andere. So. Und sowas zu betreten und zu sagen, da lag ja immer so auch für fremde Patienten so ein kleiner Agitprop-Zettel, auf dem stand dann, wir teilen die in dieser Gesellschaft vorherrschende Auffassung der Trennung von Kopf- und Handarbeit und der Höherbewertung der Kopfarbeit gegenüber der Handarbeit nicht. Und deswegen soll jeder Patient wissen, jeder, der hier arbeitet, verdient gleich viel. Das meine ich mit, das hat ein utopisches Moment. Das hat deswegen ein utopisches Moment, weil ein strukturierendes Moment, zu dem ich heute nicht gesprochen habe, der Gesellschaft, in der als normal empfundenen unterschiedlichen Bewertung von Kopf- und Handarbeit angesiedelt ist. Und ein Moment ist angesiedelt in der Trennung von Kopf- und Handarbeit, in dem Verweigern gegenüber Millionen, dass ihr Arbeitsalltag etwas mit Denken zu tun hat und nicht nur mit Funktionieren. Und so eine Arztpraxis zu betreten,
war in jeder Hinsicht etwas anderes. Weil selbstverständlich diese Tatsache, dass da einer sich nicht gebärdet wie der Gott in weißem Kittel, natürlich macht das eine Weite der Sichtweise auf. Dass man sagt, nee, das ist nicht normal. Nein, in meiner Emotion hat es überhaupt keinen Platz eigentlich, dass eine Altenpflegerin mehr verdient als ein Oberstudienrat. Solange ich lebe, werde ich dem mit Fremdeln und Unverständnis begegnen. Für dieses Fremdeln und Unverständnis habe ich im Moment keine soziale Basis. Aber meine Fremdheit gegenüber diesem Phänomen lasse ich mir davon nicht abkaufen. Ich habe das gesehen, denen ging es gut. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Leute allgemein ihre Kleinkariertheiten überwinden, ich glaube, ich werde immer sagen, der Lohn all der vergeblichen Anstrengungen linksradikaler Politik besteht in dem gewaltigen Privileg, wie man dabei kennenlernen durfte. Ich habe doch keine Erfolgsbilanz sonst. Aber Menschen kennenzulernen, die nicht nach Quadratmeter und Blick auf den Park ihre WG aufteilen. Menschen kennenzulernen, die so ein bisschen versuchen zu überwinden, wer Knete hat und wer nicht, ist nicht ganz so entscheidend. In einer Welt zu existieren, wo man sich wie selbstverständlichen, also ich habe keinen Führerschein, aber andere, ein PKW leihen kann und niemand mit dem Argument kommt, eigentlich würde ich ihn dir gern leihen, aber im Moment schleift die Kupplung gerade, tut mir leid, geht nicht. Sondern wo diese Geste ist, ich habe es mal bezahlt, aber es gehört uns. Das ist doch nichts Asketisches, versteht ihr? Asketisch ist das doch nicht. Also selbst wenn man nur mal ganz klein bisschen geschnuppert hat, an den damals weit übertriebenen Experimenten zur Überwindung der Eifersucht. Aber wenigstens, wenn man mal darüber nachgedacht hat, dass es nur zum kapitalistischen Eigentum gehört, dass man am Rad dreht, aus gegebenen Anlässen. Dass wirklich die Art des Produzierens und die Struktur der Gesellschaft das ganze Leben determiniert. Das heißt nicht, dass jedes dagegen gewandte Experiment gut war. Das heißt erst recht nicht, dass sozusagen das frauenfreundlich war, was da experimentiert wurde. Ganz und gar nicht. Da können aber die Aschenbecher kübelweise über meinen Kopf ausgeschüttet werden. Darum geht es nicht. Aber dass diese Momente das Gegengewicht sind zur Tristesse, dass hier leben müssen. Angst, Leute. Jetzt wird gesagt, Abstiegsangst ist das. Ich möchte wenigstens festhalten, Angst, da einmal subjektiviere ich noch. Ich hatte an jedem Sonntagnachmittag Angst vor der Woche, die vor mir lag, in der Zeit der Industriearbeit. Und ich war sportlich kräftig, durchtrainiert, nicht über Mitte 20. Aber die Angst vor diesem Drei-Schichten-Rhythmus, in dem man jede 18 Sekunden einen Turnschuh macht und nebenbei noch Redakteur der Zeitung, die heute Analyse und Kritik heißt, und Aktivist und so. Aber die Angst, die am Ende des Urlaubs aufkam, die Angst, die den Sonntagnachmittag begleitet, die Freude, wenn in der Mitte der Woche ein Feiertag lag und der Selbsttrost, dass man das dann besser schafft. Das ist etwas, was überhaupt nichts jetzt, boah, war der junge Thomas aber ein toller Hecht oder so aussah, sondern das ist die reale Angst von Millionen. Die Theater sind am schlechtesten besucht, jedenfalls in Hamburg, am Sonntag. Das liegt nicht daran, dass Tatort im Fernsehen ist. Das liegt an der Angst der Menschen, die Woche meistern zu müssen. An diesem Ausgesaugt werden davon.
Und das, da hilft nichts mit, dann sprechen wir mal über Entschleunigung. Das hilft nichts. Die Leute haben durch diesen Rhythmus diese mörderische Angst vor Muße. Das ist doch es, das Glücksversprechen dieser Gesellschaft ist doch ein einziger Bluff, versteht ihr? Das ist ein einziger Bluff. Meine Güte, wie oft muss ich zu runden Jubiläen von Gleichaltrigen? Boah, ich habe immer schon Angst davor. Ich muss Einbauküchen angucken, wenn sie 60 werden. Einbauküchen. Ich muss mir anhören, dass das ganz gut läuft in der Beziehung. Weil die Beziehungsarbeit machen. Ich denke, das ist ja eins der härtesten Worte überhaupt. Jetzt arbeiteten die da auch noch. Versteht ihr? Und die haben mal so was Leidenschaftliches wie die Bachmann gelesen. So. Und es ist doch immer dasselbe, das weiß doch jeder. Die erzählen einem, wie gut ihnen das geht und in sich Einbauküche, Beziehung läuft auch ganz gut. Dann noch die Behauptung, man hätte mit dem Partner auch noch dasselbe Hobby. Dann denke ich, das ist ja noch schlimmer als Hölle der Gesellschaft im Überfluss hier. Hobby teilen die jetzt auch noch. So. Und natürlich, als erfahrener Trinker weiß ich, bleib bis zuletzt, schenk 3 Uso zu viel und alles ein und alles bricht zusammen. Boah, geht's mir schlecht. Thomas, du, wie dir geht's gut? Und denke ich, oh, ich mit meinem Scheiß kein Geld haben und so. Dann höre ich von den gepflegtesten Kleinbürgern, wie gut es mir geht. Dann geht man weg, hat sie abgefüllt, haben sie sich ausgeheult. Nächsten Tag, circa 15 Uhr, kommt der Anruf. Du, das musst du nicht so ernst nehmen von gestern um 3, ich hatte den Blues. Also bei mir ist alles in Ordnung, nicht, dass du es falsch verstehst. Also ich kann doch beurteilen, dass ich in einer Gesellschaft des Unglücks lebe. Und dass es diese Angst gibt. Und diese Angst ist doch etwas viel Elementareres als die auch existierende Angst vom tarifär gesicherten Lohnarbeiter zum Mitglied einer Fremdarbeiterfirma zu werden. Natürlich haben Millionen diese Angst. Und selbstverständlich haben die Leute Angst vor Rationalisierungswellen. Und selbstverständlich geht die Mehrheit der Menschen nicht zum Schwimmen, weil sie gern schwimmen. Überhaupt nicht. Das ist der Kampf gegen den vorzeitigen Verschleiß der wahren Arbeitskraft. Da musst du doch nur ein bisschen antipositivistisch geschult sein, setz dich an den Beckenrand und siehst, was die da veranstalten. Niemand ist im Fitnessstudio, weil das Spaß macht. Die arbeiten da. Jetzt habe ich übertrieben, nur die Übertreibung ist wahr. Ich wollte sagen, das Unglück ist doch beobachtbar. Und wenn wir daran nicht festhalten und uns selbst auf das Niveau begeben, wenn das keynesianische Versprechen des krisenfreien Kapitalismus nicht dementierbar wäre mit Paul Matteck, dann wäre die Welt ganz gut. Das als falsch. Dann ist sozusagen gesellschaftskritisches Denken am Ende. Irgendwann komme ich wieder und dann mache ich hier Kunst. Da müsst ihr noch eine Ansage machen, damit das nicht immer so aussieht, als sei meine Leidenschaft hier Marcuses Enkel zu geben. Das ist ja, einer muss ja die Fahne hochhalten, aber so gut ist der Job auch nicht.